Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Caballo. Heute stellen wir euch Caballo vor, noch ein Spiel aus dem Hause Belledug. Ja, die haben wir jetzt wirklich auf dem Tisch gehabt, die ganzen Spiele, die ganzen Videos, alte, neue Spiele, die sind online und insbesondere ist Belledug bekannt, weil viele Spiele werden da auch oft für den Kindergarten gekauft, in dem Fall aber auch für privaten Haushalt. Schaut doch mal in das eine oder andere Video rein. Manche Spiele fanden wir gut, manche eher okay, aber das sagen wir auch direkt. Ihr könnt euch ja eine eigene Meinung bilden. Ja, auch wieder so ein Spiel, wo anschließend direkt in den Kindergarten kommt. In dem Fall Caballo, bewährt in Kindergärten seit 1963, was Belledug alles weiß. Also approved nennt sich das Ganze, wird gerne draufgeschrieben, ist aber kein offizielles Siegel in dem Fall, aber viele Verlage machen sowas gerne drauf. Ist ab 4 Jahre, wir zeigen euch das spielerisch. Ihr könnt schon mal anfangen, der Papa zeigt es. Okay, wie gesagt, 2 bis 4 Spieler, 15 Minuten. Holzmaterial. Ich erwähne es gerne. Belledug bringt hier oft sehr hochwertiges Material in die Spielschachteln mit rein. Auch was die Verpackung angeht. Anleitung auch mit wichtigen Infos. Die Alina ist 6 Jahre. Wir können sie euch aber trotzdem demonstrieren, weil sie durchaus auch Spaß an diesem Spiel dann hat. Aber um was geht's? Währenddessen die Silke und die Alina hier zu zweit spielen. Es geht natürlich davon, Hufeisen zu gewinnen. 4 Stück braucht man, das Spiel zu gewinnen. So, es wird gewürfelt. Die Silke hat jetzt eine 3 gehabt und fährt jetzt entsprechend weiter. So, es ist ein blaues oder ein rosa Feld. Dann müssen 3 Pferdeplättchen quasi in der richtigen Reihenfolge aufgedeckt werden, damit man sich ein Hufeisen nehmen kann. Ist es ein gelbes oder ein rotes Feld, dann müssen die 3 Pferdeplättchen mit Pferden natürlich aufgedeckt werden. Ist ja auch ein bisschen ein Pferdespiel. Und beim grünen Feld, da wird so ein achteckiges Plättchen in dem Fall aufgedeckt und man muss so viele quadratische Plättchen umdrehen, wie Würfelaugen zeigen. Dann kommt das Plättchen dann wieder umgedreht. Das ist das ganze Prinzip. Ich hoffe, die Art und Weise, wie wir es euch jetzt vorgestellt haben, das funktioniert auch. Wie gesagt, ihr wundert euch teilweise auch bei solchen Spielen, damit, dass ihr da nicht kommentieren könnt. Das wird schon oft gefragt. Klar, Alina ist im Bild, kindgerecht etc. Und deswegen ist es auch verschlüsselt. Mal schauen, ob ich das in Zukunft nochmal anpassen kann. Aber ich sehe das einfach so streng. Wundert euch aber nicht. Ich habe es auch schon ein paar anderen Videos gesagt. Die Videos sind in sozialen Netzwerken, in dem Fall als Link hinterlegt. Da habt ihr immer die Möglichkeit, uns zu kommentieren, uns Nachrichten zu schreiben. Da gibt es etliche Möglichkeiten. Das nur als kleine Ergänzung, weil da muss man immer ein bisschen unterscheiden, ist das jetzt speziell für Kinder oder nicht. Da gibt es einfach Vorgaben, die man einhalten muss. Ich sehe es vielleicht auch ein bisschen gesetzlich zu streng. Genau das Thema mit dem Werbung, was oben auch eingeblendet ist. Aber ich sage ja immer und auch jetzt wieder, wenn euch das Spiel gefällt oder ihr andere Produkte kaufen wollt, schaut unten in die Beschreibung, wenn ihr über den einen oder anderen Link kauft, dann unterstützt ihr uns. Ihr zahlt dann auch nicht mehr. Das wäre super, wenn ihr immer, egal für welches Produkt, müssen keine Spiele sein, solche Link dann einfach dann nutzt. So viel zum Thema Werbung. Jetzt ist das vielleicht auch nochmal klar. Aber ich wiederhole das immer mal wieder in ein paar News-Folgen. So, zurück zum Spiel. Die Mama hat auch ihren Spaß. Alina, darf ich dich kurz fragen, wie findest du das Spiel? So mal nebenbei. Gutes Spiel für Kinder? Für Kinder. Für Kinder. Okay, also ich bin ja mitten schon im Fazit drin. Also der Alina gefällt. Sie ist auch großer Pferdeliebhaber, Ponyliebhaber in dem Fall. Alles, was so mit Ponys zu tun hat. Und wer hat gewonnen? Ich! Und wie findest du das Spiel jetzt? Gut. Ganz klar, sie hat nämlich auch gewonnen. Muss man auch immer schauen. Oh, gutes Beispiel, wenn sie auch sagt, noch eine Runde. Aber wie gesagt, ist ein Spiel ab 4 Jahren durchaus knackig für 4-Jährige jetzt wieder. Nicht. Alina ist 6. Ich hätte gesagt, Richtung 5 Jahre durchaus. 5, 6, aber dann ist auch Schluss in dem Bereich. Aber es ist ein schönes Merkspiel. Und ja, viele Grüße nochmal an dieser Stelle an die Sarah. Ja, das Spiel wird auch bei dir bzw. bei euch im Kindergarten landen. So viel zum Thema. Jetzt habe ich aber genug Werbung gemacht und auch genug über das Spiel gezeigt. Also, wie gesagt, schaut mal parallel in andere Videos dann rein oder sucht einfach nach Belledug und Spieleblog. Da findet ihr wirklich sehr viele Spiele oder in einzelne Toplisten dann rein. Ich weiß, es sind mittlerweile sehr viele Videos, aber ich hoffe, jeder findet sich zurecht. Es muss nicht jedes Spiel gut sein, aber ihr bekommt jetzt auch einen Blick für dieses Spiel. Caballo heißt es übrigens. So, jetzt beschließe ich das Ganze. Schauen wir mal, was der Elias macht. Der will es nach Hause spielen. Ansonsten sage ich Tschüss, macht's gut, bis bald.